Zur Niqab-Sache, bitte sag, dass man von beiden Seiten keine Diskriminierung ausgehen darf. Ja, das habe ich klar und deutlich gesagt. Das habe ich klar und deutlich gesagt. Man, der eine, der Niqab trägt, braucht nicht zu dem anderen sagen, du bist schlecht, weil sie nur Kopftuch trägt. Und die andere, vor allem die andere, die nur in dem Sinne nur Kopftuch trägt, da, weil das gibt es auch mittlerweile. Es gibt so manche Kranke, und die sind wirklich krank, die sagen, dass jemand, der Niqab trägt, sündigt. Der macht eine Sünde. Und sowas nennt sich sogar ein Gelehrter. Allah yahdihum. Inwiefern darf ich ein Mädchen kennenlernen, wenn ich Heiratsabsichten habe? Das ist eine Frage, die öfters kommt. Und ich sage das auch immer wieder zu den Leuten. Manche wollen, dass man in ihnen irgendwie sagt, es ist halal, dass du dich mit der Frau triffst und einen Kaffee zusammen trinken geht. Und dann auch telefonieren und SMS und chatten und das und das. Das wird es nie geben. Also von meinem Mund wird das nie bei den Leuten alle rauskommen. Leute, ich verstehe das nicht. Wenn man heiraten will, diese Heirat ist nur eine Sache, eine erlaubte Sache wie die Beziehung. Wie eine Beziehung, nur dass du das halal machst. Beziehung ist dasselbe. Beziehung, wenn du mit einer Frau eine Beziehung anfängst, hast du vorher mit deinem Ja zusammengelebt? Nein. Und das ist genauso, nur du machst das auf eine halal Art und Weise. Wenn du von einer Frau hörst oder du siehst eine Frau, die gefällt dir, dann mach das auf die richtige Art und Weise. Dann schick deine Familie. Und dann wird ein Treffen arrangiert und dann trifft ihr euch, dann sitzt ihr euch hin und dann seht ihr euch. Und sowieso Heirat, wenn man im ersten Treffen schon merkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sachen erleichtert hat und man merkt, man hat ein Gefühl, dass es ein gutes Gefühl, dann wird das nicht klappen. Wenn ein schlechtes Gefühl da ist, dann khalas. Und das ist genauso wie Beziehung. Man, du triffst eine Frau und der kommt euch sympathischer, ja, okay, wir sind ja zusammen. Und kommt nicht sympathisch, dann trennen wir uns die Wege und khalas. Nur, man muss sich das, die Sache nicht immer so nicht schwer vorstellen, das ist Heirat. Wie kann ich eine Frau heiraten, wenn ich die noch nie kennengelernt habe? Ja, so ein Quatsch gibt es nicht. Also die Frage ist, wenn ein Mädchen noch nicht Baligha ist, noch nicht so reif ist, Baligha, erwachsen normalerweise, ob die dann schwimmen darf oder bekommt meine Mutter Sünden. Wir sagen, dass das vor allem Schwimmen ist halal, auch für Frauen. Aber die Bedingungen machen ihn haram. Wenn Ikhtilat ist, wenn diese Mischung da ist, Männer und Frauen und Jungs und Mädchen zusammen, das macht die Sache haram. Aber allgemein ist es erlaubt. Und auch ein Mädchen, die noch nicht ihre Periode hatte, sollte nicht an so einem Mischmasch teilnehmen, weil das sind Erziehungsmaßnahmen. Sie bekommt vielleicht noch keine Strafe. Das zählt noch keine Sünde. Aber das sind, wie willst du dann, du willst ja erzählen, ja, bis 14 darfst du schwimmen und danach nicht mehr. Das sind keine Erziehungsmaßnahmen. Darf ich mit einem Kuffar befreundet sein? Einen Freund zu haben, kannst du, aber es gibt gewisse Grenzen. Du darfst zum Beispiel keinen Käfer lieben. Und so weiter und so fort. Aber es gibt gewisse Grenzen. Du musst ihn gut behandeln, du darfst ihn nicht betrügen, du darfst ihn nicht beklauen, du darfst ihn nicht belügen und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel Sachen wie Liebe darf man nicht. Augenbrauen zu zupfen sind haram. Da gibt es einen Fluch von Allah subhanahu wa ta'ala auf diejenigen, die das tun. Männlich oder weiblich? Weil manche denken, nur für weiblich ist das haram, männlich nicht. Männlich ist noch schlimmer. Da kommt noch zweimal. Derjenige, der zupft und weil er noch die Frauen nachmacht. Was kann man mit den Zinsen, die man von der Bank erhält, machen? Erstens, weil viele Leute denken, ist egal, ich nehme Zinsen und später gebe ich sie irgendwo ab. Dieses irgendwo abgeben danach ist eine Ausnahme. Ist eine Ausnahme und nicht die Regel. Du darfst das nicht machen. Und wenn du das machst, das ist eine Sünde, eine große Sünde, eine Kabira, Mil Kabair. Und man sollte darauf achten, dass man nicht da reingerät. Und wenn man da reingeraten ist, dann soll man Tauba machen, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Und diese Sachen kann man dann weggeben.
und die dürfen dann für allgemeine Sachen ausgegeben werden. Wie zum Beispiel Waschmittel oder Straßenbau in einem islamischen Land oder. Aber man darf jetzt nicht damit so gute Sachen tun. Ja, man bekommt dafür kein Hasanat, jetzt keine Belohnung oder sowas. Sondern einfach nur, das ist nur, damit man das Geld nicht wegschmeißt, damit, so dass man das nutzen darf. Wenn man gebetet hat und dann für eine lange Zeit mit dem Gebet aufgehört hat und das wieder mit dem Gebet angefangen hat, ist das schlimm. Das Aufhören ist schlimm. Aber das Wiederanfangen ist Alhamdulillah ein gutes Zeichen. Ja? Ein gutes Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala, yani bi'idhnillah ta'ala, wieder so ein bisschen Glaube in deinem Herzen ist. Deswegen, wenn man aufgehört hat, soll man trotzdem, das ist zwar schlimm, aber soll man trotzdem zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und das Gebet anfangen. Sehr organisiert, ich weiß.